Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 11 auf, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020, Haushaltsgesetz 2020, Drucksache 20-2386 zu Drucksache 20-2090 zu Drucksache 20-1407. Berichterstatter ist der Abgeordnete Wolfgang Decker. Ebenfalls wird mit aufgerufen Tagesordnungspunkt 31, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2019 bis 2023, Drucksache 20-2387 zu Drucksache 20-1408. Und jetzt bitte ich den Berichterstatter, den Abgeordneten Decker, herzlich um die Berichterstattung. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Berichterstattung zunächst zum Haushaltsplanentwurf. Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung mit folgender Änderung, die sich daraus ergebende Fassung ist Ihnen als Anlage beigefügt, in dritter Lesung anzunehmen. In § 1 wird die Angabe 38.277.798.000 durch die Angabe 38.282.268.000 € ersetzt. Die Beschlussempfehlung ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Des Weiteren empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum zu den Einzelplänen die Beschlüsse zu fassen, die Ihnen in der Anlage ebenfalls beigefügt sind. Und zum Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2019 bis 2023 ergeht folgende Beschlussempfehlung. Auch hier empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum, den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen. Die Beschlussfassung ist mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE erfolgt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Decker, für die Berichterstattung. In der dritten Lesung haben wir uns auf eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verständigt. Ebenfalls wurde darüber Einigkeit erzielt, dass Kurzinterventionen auf die Redezeit der Fraktionen angerechnet werden. Das heißt, auch wenn die Redezeit einer Fraktion aufgebraucht ist, kann auch keine Kurzintervention aus den Reihen dieser Fraktion mehr erfolgen. Eine mögliche Erwiderung wird ebenfalls auf die Fraktionszeit angerechnet. Es beginnt in der Debatte nun die CDU, dann folgen SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE und dann die fraktionslose Abgeordnete und zum Schluss die Landesregierung. Und als Erstes hat sich der Abgeordnete Reul der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet, der jetzt das Wort hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben zum dritten Mal in Folge in der Planung einen ausgeglichenen Haushalt vorliegen. In den Haushaltsergebnissen ist unser Landeshaushalt sogar schon seit dem Jahr 2016 ausgeglichen und immer mit positiven Ergebnissen versehen. Trotz leichter Konjunktureintrübung gelingt es erneut, eine Schuldentilgung in Höhe von 200 Millionen Euro. Insgesamt wurden schon 800 Millionen Euro seit dem Jahre 2016 getilgt, eine hervorragende Leistung. Die Schuldentilgung ist insgesamt viermal so hoch wie die in Bayern. Wir tilgen 200 Millionen, in Bayern werden 50 Millionen getilgt, und das, obwohl Hessen neben Baden-Württemberg als einziges Land seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland Geberland in den Länderfinanzausgleich ist. Und wir sind weiterhin auch solidarisch, wollen aber an dieser Stelle auch anmerken, dass wir mittlerweile 40 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich eingezahlt haben in der Regierungszeit der CDU und gleichzeitig, und das, lieber Kollege Weiß, Sie werden ja wahrscheinlich darauf dann eingehen, wir haben gleichzeitig 20 Milliarden Euro Schulden aufgenommen bei 40 Milliarden Zahlungen in den Länderfinanzausgleich. Dies ist insgesamt 100% mehr, was wir dort an dieser Stelle in den Länderfinanzausgleich eingezahlt haben. Ich erwähne es deshalb, weil in der Regierungszeit der SPD war dieses Verhältnis nämlich beinahe ausgeglichen, Schuldenaufnahme versus Einzahlung in den Länderfinanzausgleich. Das spricht dafür, dass in Hessen unter der schwarz-grünen Landesregierung wirtschaftlich sehr gut gearbeitet wird. Für dieses Jahr sind im Haushalt Investitionen in einer Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro vorgesehen.
und insgesamt über 10 Milliarden € bis zum Jahre 2023. Zentrale Herausforderung im Bereich der Investitionen ist dabei aber, wie wir wissen, der vollständige Mittelabfluss. Es fehlt nicht am Geld, sondern die Auftragsbücher der mittelständischen Unternehmen sind voll, und das ist gut so. Dabei wissen wir, dass der Flaschenhals die boomende Baubranche ist. Wir freuen uns darüber, aber müssen deshalb auch eine Verzögerung an der einen oder anderen Stelle in der Umsetzung akzeptieren. Das liegt nicht in der Hauptsache, wie manchmal von Oppositionsseite vorgeworfen wird, dass wir zu wenig Personal hätten, sondern an der generell starken Auslastung der Baubranche. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die schwarze Null, was ja gerne von der linken Seite kritisiert wird, verhindert keine Investitionen. Geld ist genug vorhanden. Und die immer wiederkehrende Forderung der Opposition nach höheren Investitionen sind gerade nach den Ausführungen von mir Augenwischerei. Zunächst einmal müssen die vorhandenen Gelder verausgabt werden können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Haushalt stärken wir unsere Kernbereiche und setzen zusätzlich politische Schwerpunkte im Bereich Personal. Insgesamt ist ein Stellenaufwuchs von mehr als 2.000 Stellen geplant. Aber dieser Kraftakt ist auch notwendig. Ich liste es mal ganz kurz auf, in welchen Bereichen wir dort das Personal verstärken. 650 neue Stellen für Polizei und Justiz, 159 neue Lehrerstellen für die 105-prozentige Unterrichtsversorgung, 140 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, 230 Stellen für den Ausbau der Ganztagsangebote, 40 Stellen für inklusive Beschulung, 180 Stellen, wir hatten es eben gerade vorher, für die Bildungssprache Deutsch, 800 Steueranwärter zur Nachwuchssicherung, 50 Stellen für die Reform der Grundsteuer. Deshalb stellt sich die Frage an die Oppositionsfraktionen, und dort hat ja die FDP einen Antrag gestellt gehabt, insgesamt 200 Stellen sollen eingespart werden. Da drängt sich doch die Frage auf, sind Sie gegen eine Stärkung von Polizei, Justiz, Bildung oder einer größeren Steuergerechtigkeit? Wenn das so sein sollte und Sie die vorgesehenen Stellen ablehnen, dann benennen Sie bitte die Bereiche genau, in denen keine neuen Stellen geschaffen werden sollen oder an welchen anderen Stellen Sie Kürzungen vornehmen wollen. Insgesamt, Herr Kollege Decker hat es ja für den Haushaltsausschuss schon vorgetragen, haben wir vonseiten der Koalition 95 Änderungsanträge in einem Kostenvolumen von 27 Millionen € vorgetragen. Dabei leitet uns ein Grundsatz, Sparsamkeit, und das ist der große Unterschied zur Opposition. Die Kostenvolumen von 400 Millionen €, und Herr Schalauske, Sie gucken schon so genau, das muss man erwähnen, mit über 2 Milliarden € beantragen, aber einer Gegenfinanzierung schuldig bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, die Gegenfinanzierung, Herr Schalauske, Sie wissen es genau, mit welchen Steuern Sie arbeiten wollen, die, wenn sie eingeführt werden, wo wir uns dagegen aussprechen, die natürlich in 2 bis 3 Jahren wirken würden. Dies ist kein Deckungsvorschlag für den aktuellen Haushalt, sondern dies ist Augenwischerei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Schwerpunkte der Koalition sind, und das will ich an dieser Stelle mal kurz vortragen, ein ganz wichtiger Punkt, den wir vorne dran gestellt haben, Initiativen zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Das beinhaltet Anträge zu jüdischen Einrichtungen, den Kampf gegen Extremismus, dann der Zuschuss zur Auschwitz-Stiftung, die Aufstockung der Mittel für christlich-jüdische Zusammenarbeit insgesamt in einem Volumen von 7 Millionen €. Und das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Ich bedanke mich bei der SPD und auch bei der FDP für das Mittragen dieser Anträge und die wichtige Zusammenarbeit in diesen gesellschaftlichen Fragen. Bei allen programmatischen Unterschieden und gegensätzlichen Auffassungen ist es wichtig, dass wir hier gemeinsam als Demokraten Akzente setzen und ein klares Zeichen setzen, dass wir an dieser Stelle zusammenarbeiten. Zur Stärkung des Rechtsstaates fließen zusätzliche Mittel in die Videosicherheitstechnik der Kommunen an besonderen Gefahrenpunkten. Wir werden die Anwaltsdiensttätigkeit zur Verfolgung von der Alltagskriminalität und die Wirtschaftsstrafkammern bei den Landgerichten verstärken.
Und die Rechtspflege erhält auch eine Unterstützung bei der Grundbuch- und bei Nachlasssachen. Und dort werden wir auch eine personelle Aufwertung vornehmen. Insgesamt stehen dafür 3 Millionen € zur Verfügung. Wir stärken mit Mitteln in Höhe von rund 2,4 Millionen € die Bildung. Unter anderem soll es einen Karrieretrakt an weiterführenden Schulen über eine sich wandelnde Arbeitswelt und die Berufe der Zukunft geben. Dann haben wir auch darüber schon gesprochen. Wir wollen natürlich die Stärkung auch im Bereich der Schulen voranschreiten, indem wir sagen, 100 weitere Lehrerstellen gerade dort in dem Bereich, um die Sprache Deutsch zu stärken und dort eine weitere Schulstunde einzurichten. Dies ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Außerdem weiten wir auch das Modellprojekt der Schulgesundheitsfachkräfte aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt einen wichtigen Punkt, und den möchte ich auch betonen. Das ist der Bereich des Kinderschutzes. Wir stärken die Kinderschutzambulanz an der Uniklinik Frankfurt und errichten ein Childhood-Haus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein zentraler Punkt. Hier soll Unterstützung für das Wohl und für die Behandlung von missbrauchten Kindern geben. Dort geben wir 1 Million € zusätzlich hinein, ein ganz wichtiger Punkt für Menschen, die dort sehr schwer verletzt worden sind, traumatisiert sind, und dass wir dort eine Unterstützung geben. Außerdem erhöhen wir die Mittel für die Tafeln, das Muttergenesungswerk und auch für die Hospizarbeit. Wir investieren in zusätzliche Stellen für die Planung von Bau- und Straßen- und Radwegen. Wir stärken die Lebensmittelüberwachung. Und wir wollen eine Studie zur Nitratbelastung auf den Weg bringen, um diesen Problemen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Zusätzlich entlasten wir die Kommunen, indem wir den Kommunen die Stundung für Straßenausbaubeiträge durch die WIBank finanzieren. Heute Morgen haben wir darüber schon auch diskutiert, und wir führen eine Weidetierprämie ein, um die für eine naturschutzgerechte Landschaftspflege erforderliche extensive Beweidung von Schafen und Ziegen zu sichern. Dort stellen wir insgesamt 1 Million € zur Verfügung. Dies war heute Morgen Thema. Ein weiterer Punkt anschließend, um die Sicherheit in Hessen weiter zu steigern. Wir haben gestern die hervorragende Regierungserklärung unseres Innenministers gehört. Wir werden 250 Polizeivollzugsstellen und 40 Wachpolizeistellen zusätzlich veranschlagt. Ferner werden auch das Fach- und Verwaltungspersonal mit 70 Stellen sowie die Ausbildung an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung mit zusätzlichen Fachkräften gestärkt. Zur nachhaltigen Stärkung der Justiz und als Fortsetzung des Justizaufbauprogramms sind 160 Stellen vorgesehen. Zusätzlich werden weitere Mittel für die Nachwuchsgewinnung bereitgestellt. Im Bildungsbereich werden erhebliche Mittel in die Bereitstellung neuer Lehrerstellen und Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung sowie den Ausbau der Ganztagsangebote investiert. Die sind immerhin bis zum Jahr 2024 500 Millionen € zusätzlich auch für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Zusätzlich kommt weiterhin dazu, ich habe erwähnt, die zusätzliche Deutschstunde, aber auch die Deutschförderkurse. Dort stellen wir insgesamt 50 neue Stellen zur Verfügung und auch erhebliche Sachmittel, sodass dort ein Kostenvolumen von insgesamt 7 Millionen € zur Verfügung gestellt wird. Im Bereich der Hochschulen, dies will ich nicht unerwähnt lassen, stellen wir für die Grundfinanzierung insgesamt 40 Millionen € zusätzlich zur Verfügung. Und wir führen die erfolgreichen Programme Löwe und Heureka II weiter, und sie werden auch in dem Mittelzufluss dann gesteigert. Insgesamt, das möchte ich erwähnen, dort wird ein neuer Fonds aufgelegt, um im Rahmen der Start-ups dort verstärkt zu unterstützen. Ein Fonds im Kostenvolumen von 200 Millionen € durch eine Finanzierung von 30 Millionen € des Landes zusätzlich dort, damit wir auch dann die Start-ups im Bereich technologieaffiner Hightech-Unternehmen weiterhin unterstützen und stärken können und uns auch gegen die Konkurrenz aus Berlin und München dagegen stemmen können, dass diese hier bei uns in Frankfurt und in Hessen bleiben. Insgesamt kommt noch hinzu, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich die hervorragende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Das Land Hessen ist weiterhin Partner der Kommunen. Ja, ich habe das extra gesagt, Herr Weiß. Ich wollte mal, dass Sie mal reagieren, weil Sie waren so sprachlos gewesen. Aber ich trage es Ihnen trotzdem vor. Ein kommunaler Finanzausgleich mit einem Rekordwert von beinahe 6 Milliarden €. Das ist eine Steigerung gegenüber 2019 von 15%, rund 700 Millionen €.
in den einzelnen Komponenten. Der normale Aufwuchs um 300 Millionen €, durch die starke Heimat Hessen weitere 300 Millionen € und durch die Weitergabe von Bundesmitteln von rund 100 Millionen €. Dazu kommen weitere freiwillige Leistungen an die Kommunen durch die Fortsetzung des SWIM-Programms, durch das Kita-Bauprogramm und dazu weiterhin finanzielle Maßnahmen im Bereich Familienlastenausgleich, wo wir 40 Millionen € übernehmen, die sonst zulasten der Kommunen gehen würden. Nach den erfolgreichen Programmen des Schutzschirms, der Hessenkasse, der Kommunalen Investitionsprogramme 1 und 2 machen wir weiterhin mit der Unterstützung der Kommunen. Wir haben gerade mit der Hessenkasse ein bundesweites Modell, das wir vorzeigen können. Dies hat zur Verschuldung der Kommunen zu einem Abbau geführt von 16,7 von dann auf 5,5. Dies ist durch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes vorgelegt und nachgewiesen, dass dies eine enorme Entlastung ist und dass Hessen dort bundesweit ein Vorzeigemodell gemacht hat. Das Saarland möchte dem folgen, und auch auf Bundesebene wird darüber nachgedacht. Insgesamt kann man zusammenfassen, der kommunale Schutzschirm durch die Hessenkasse KIP 1 und 2, starke Heimat Hessen 4 gewinnt. Das sind die Komponenten, womit wir unsere hessischen Kommunen immer wieder sehr stark unterstützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden heute einen sehr guten Haushalt gemeinsam verabschieden, der ausgewogen, solide und zukunftsgewandt ist. Hessen ist stark, handlungsfähig und hat für die Zukunft vorgesorgt. Mit dem Haushaltsabschluss 2019 konnten wir die Schuldentilgung auf weiterhin 200 Millionen € hochsetzen und unsere Rücklagen weiter stärken. Das bedeutet, die Konjunkturrücklage beläuft sich mittlerweile auf rund 1 Milliarde €. Dabei berücksichtigen wir auch die Pensionslasten für die Zukunft und bauen auch hier vor. Das Alterssparbuch hat mittlerweile über 4 Milliarden € Guthaben, meine sehr geehrten Damen und Herren, 4 Milliarden €. Dies ist vorausschauende Politik, die handelt, aber auch für die Zukunft gemeinsam vorsorgt. Wir werden weiterhin verlässlich arbeiten, keine Luftschlösser aufbauen und wichtige Schwerpunkte setzen. Hessen ging es so gut wie heute noch nie, und wir arbeiten daran, dass es in der Zukunft so bleibt und noch besser wird. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich schließe mit dem Dank an die Verwaltung, mit dem Dank an die anderen Fraktionen für die Beratungen im Haushaltsausschuss. Es war immer ein angenehmes Klima, trotz verschiedener Meinungen. Und ich danke dem Ausschussvorsitzenden, Herrn Decker, ganz herzlich. Er hat nämlich immer diese Sitzungsleitung souverän geführt, hat er gut gemacht, nicht nur die Betreuung unserer Fußballmannschaft, sondern auch des Haushaltsausschusses. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Marius Weiß. Ja, gegen die gute Laune kann ich was tun, Herr Bellino. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur dritten Lesung bieten sich hier im Landtag zur Betrachtung drei Dinge an. Erstens, was gab es noch an Anträgen seit der zweiten Lesung aus den Fraktionen? Zweitens, welche Rahmenbedingungen haben sich seit der zweiten Lesung verändert? Und drittens, wie sieht eine Gesamtwürdigung des Haushalts aus? Erstens, im Haushaltsausschuss gab es wenig Neues und viel Bekanntes. Etwas Neues gab es. Schwarz-Grün macht Fehler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unglaublich. Und nicht nur das. Der Kollege Frank Kaufmann gibt das sogar auch noch zu. Man soll es kaum glauben. Doch, Herr Abg. Rudolph, man soll es kaum glauben. Schwarz-Grün hat vergessen, 800 KW-Vermerke im Kultusministerium zu streichen. Wir haben das gerne unterstützt, Schwarz-Grün dabei, die Fraktionen, das dementsprechend zu korrigieren. Und da kommen wir auch schon zum Bekannten. Die SPD entscheidet immer nach Inhalt der Anträge und hat sinnvollen Anträgen von Schwarz-Grün natürlich zugestimmt. Diese Größe hat Schwarz-Grün dagegen nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und hat sämtliche Änderungsanträge der Opposition abgelehnt. In der Vorbereitung zur dritten Lesung waren dies unter anderem A13 für Grundschulkräfte, hat Schwarz-Grün schon zum zweiten Mal abgelehnt, die Abschaffung der Straßenbeiträge, ebenfalls zum zweiten Mal abgelehnt, die Freistellung von Krippenbeiträgen, auch zum zweiten Mal abgelehnt,
Und unsere neuen Anträge zur dritten Lesung wurden ebenfalls von CDU und GRÜNEN alle abgelehnt, ohne Begründung und ohne Kommentar von Schwarz-Grün. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, Sie haben ja gleich noch einmal das Wort. Vielleicht haben Sie ja in Ihren 15 Minuten mal die Zeit, zu erklären, warum Sie folgende Anträge der SPD im Haushaltsausschuss letzte Woche abgelehnt haben. 220.000 € wollten wir für Entwicklungszusammenarbeit einstellen. Von der Bekämpfung von Fluchtursachen darf man aus unserer Sicht nicht immer nur reden. Man muss auch etwas dafür tun. Abgelehnt von den GRÜNEN. 2,3 Millionen € wollten wir für das Programm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, damit der Vorwegabzug für Verwaltungskosten abgeschafft werden kann, damit das Geld des Bundesprogramms zu 100% den betroffenen Frauen zugutekommt, abgelehnt von den GRÜNEN. Frau Goldbach erzählt hier gestern noch betroffen, dass der gefährlichste Ort für Frauen das Zuhause sei. Aber wenn es um konkrete Hilfe für weibliche Opfer von Gewalt geht, dann stimmt sie dagegen. Das Gleiche beim nächsten Punkt. Wir haben 640.000 € für die Finanzierung von Gebärdendolmetschern für Frauenhäuser und Frauennotrufe beantragt. Wer hat das abgelehnt? Die GRÜNEN. Liebe Kolleginnen der GRÜNEN, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Unterstützung für Frauen nicht notwendig ist oder dafür kein Geld da ist, dann ist das für mich schon schwer zu verstehen. Wenn Sie aber diese 600.000 € ablehnen für Frauenhäuser und gleichzeitig selbst 800.000 € für einen Werbe-Lkw beantragen, dann fehlt mir dagegen jedes Verständnis, aber wirklich jedes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der letzte Antrag, das letzte Wort zu den Änderungsanträgen, will ich dem sogenannten Deckungsantrag von Schwarz-Grün widmen. 26 Millionen Zinsersparnis. Das war's. CDU und GRÜNE wissen bereits am 15. Januar, von dem Tag ist der Antrag schon, dass der Haushaltsansatz von Finanzminister Schäfer für das komplette Jahr 2020 nicht stimmt. Was ist denn so ein Plan bitte wert, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und der Finanzminister bestätigt uns im Ausschuss auch noch, dass sein Plan nicht stimmt und dass da wohl noch 26 Millionen € rumliegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Thomas Schäfer wird so langsam zum Experten dafür, plötzlich auftauchendes Vermögen zu finden, von dem er vorher nichts wusste. Hier mal 26 Millionen Zinsersparnis, in Marburg mal eine Immobilie für über 700.000 €, die nach 43 Jahren plötzlich im Rechenschaftsbericht aufgetaucht ist. Nach Auskunft des Finanzministers gehört die Immobilie ja dem Verein und nicht der Partei. Da würde mich schon interessieren, Herr Schäfer, haben Sie Miete für Ihr Wahlkreisbüro in dem Haus eigentlich an den Verein oder an die Partei gezahlt? Das würde mich schon einmal interessieren. Und wo ist eigentlich Ihr Beitrag zur Transparenz und Aufklärung in diesem Fall von einem möglichen Verstoß gegen das Parteiengesetz? Aber da können wir uns ja morgen früh noch einmal darüber unterhalten. Zum Schluss der Betrachtung noch ein Blick auf die AfD, Herr Lambrou. Da sind ja Ihre ersten Haushaltsberatungen, und die Öffentlichkeit kann sich jetzt ein Bild davon machen, was diese Partei will und was nicht. Zur dritten Lesung gab es z. B. einen Antrag der SPD mit der FDP und den Koalitionsfraktionen zusammen. Aufstockung der Mittel für die christlich-jüdische Zusammenarbeit um 100.000 €. Wie wir finden, eine äußerst sinnvolle Maßnahme. Alle Fraktionen haben dem zugestimmt. Sie haben als einzige Fraktion in diesem Haus diesem Antrag nicht zugestimmt. Das macht uns Gedanken, wie Ihre Haltung zum Dialog der Christen und der Juden hier im Land ist, liebe Kolleginnen der AfD. Das macht uns Gedanken. Zu Ihren eigenen Anträgen. Das will die AfD streichen, kann man hier in der Öffentlichkeit ja auch gerne einmal sagen. Sie wollen die Mittel für Ganztagsschulen streichen. Bildung ist nicht so wichtig, und Frauen sollen zu Hause bleiben. Sie wollen die Mittel für Inklusion streichen. Das Recht von Kindern mit Förderbedarf auf einen Besuch von Regelschulen ignorieren Sie. Sie streichen bei der Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen und der Ausbildungsförderung. Azubis sind Ihnen offensichtlich egal. Selbstverständlich streichen Sie auch alle Mittel für Klimaschutz und Energiewende. Sie streichen beim sozialen Wohnungsbau und bei der Förderung von Hygieneartikeln für Menschen mit geringem Einkommen. Die Armen und sozial Schwachen sind der AfD offensichtlich egal. Sie kürzen Naturschutz, Landschaftsschutz und Verbraucherschutz. Dazu kürzen Sie alleine 17 Millionen € bei der Förderung der Landwirtschaft. Die hessischen Bauern nehmen das sicherlich zur Kenntnis. Bei der Kulturförderung wollen Sie Millionen streichen. Die AfD ist in jeder Hinsicht das Gegenteil des wahren, schönen, guten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und natürlich wollen Sie jeden Cent kürzen, der nur irgendwie mit Flüchtlingen zu tun hat. Der Rechtsstaat interessiert Sie dabei nicht die Bohne, weil Sie rechtliche oder gesetzliche Verpflichtungen für die Aufwendungen schlicht ignorieren. Respektkampagne, Stabsstelle Flüchtlingspolitik, Förderung Schüler mit Migrationshintergrund, Wohnraum für Flüchtlinge, Unterbringung minderjährige Geflüchtete, Integrationsmaßnahmen, ja, da brauchen Sie gar nicht lachen. Förderprojekt Antidiskriminierung und. All das will die AfD streichen. Ich will der AfD gerne mal etwas erklären. Kriminalität hat nichts mit Herkunft, Nationalität oder gar Religionszugehörigkeit zu tun, sondern mit den sozialen Rahmenbedingungen. Wenn Sie eine ganze Bevölkerungsgruppe von Bildung, Arbeit, Integration und Wohnraum ausschließen wollen, dann verschärfen Sie genau diese sozialen Rahmenbedingungen, die dann zu mehr Kriminalität in dieser Gruppe führen. Mit den Anträgen der AfD würde Hessen nicht sicherer werden, sondern unsicherer. Kriminalität. Ja, dann hören Sie mal zu, dann können Sie was lernen. Kriminalität, Ihnen ist die Sicherheit ja so wichtig. Kriminalität, die Sie immer skandalisieren, würde durch Ihre Anträge steigen und nicht sinken. Und da ich nicht glaube, dass Sie zu dumm sind, diese Folgen Ihrer Anträge zu erkennen, muss ich Ihnen unterstellen, dass Sie diese Folgen sogar wollen. Diese Anträge der AfD sind nichts anderes als der Humus für Ihren Hass. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass Sie sich in dieser Hinsicht hier einmal selbst entlarvt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den Änderungsanträgen der Fraktionen gab es noch einen anderen Faktor, der den Haushaltsplan 2020 in einem anderen Licht erscheinen lässt. Bereits beim Jahresabschluss 2018 haben wir kritisiert, dass die Landesregierung 1 Milliarde € nicht verausgabt hat, vor allem bei Investitionen und Personalausgaben. Genau heute, vor 2 Wochen, kam dann der vorläufige Abschluss für das Haushaltsjahr 2019. 187 Millionen € weniger in den Länderfinanzausgleich, 124 Millionen € weniger Investitionen, 241 Euro weniger Personalausgaben, sogar noch einmal mehr als 2018. 1,5 Milliarden € hat die Landesregierung im letzten Jahr nicht verausgaben können. Und da muss man sich schon einmal die Augen reiben, wenn man sich diesen Abschluss anschaut und anschaut, wie die Landesregierung damit umgehen will und wie sie sich erklärt, dass die 1,5 Millionen € nicht verausgabt wurden und wie sie sie jetzt verausgaben will. 100 Millionen € zusätzlich für Schuldentilgung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, da reibe ich mir doch einmal die Augen. Wir haben doch hier drüber diskutiert. Im Finanzplan war ursprünglich für das Jahr 2020 200 Millionen € Schuldentilgung vorgesehen. Da hat der Finanzminister gesagt, wir tilgen nur 100 wegen der Zinslage, wegen der Zinssituation. Ein entsprechender Antrag, 100 Millionen € mehr zu tilgen, ist letzte Woche von der Antrag der FDP ist letzte Woche von Schwarz-Grün abgelehnt worden im Haushaltsausschuss. Da erzählen Sie hier, wir wollen 100 Millionen € nicht mehr tilgen. Und beim Abschluss nehmen Sie genau 100 Millionen € davon und sagen, die stecken wir in die zusätzliche Zinstilgung. Was ist das denn für eine Wischiwaschi-Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen? Beim Personal sagen wir Ihnen seit Jahren, dass Ihre Stellenpläne das Papier nicht wert sind. Bei der Einbringung zum Haushalt 2020 haben wir Ihnen genau gesagt, welche Stellen Sie z.B. im Kultusbereich nicht werden besetzen können. Und wir wurden vor 2 Wochen von Ihrem eigenen Jahresabschluss bestätigt. Die Zahlen, Herr Kollege Reul, die Sie hier eben wieder ins Schaufenster gestellt haben, können Sie alle vergessen. Reine Show. Nichts davon ist irgendwie belastbar. Das sehen wir bei jedem einzelnen Jahresabschluss wieder. Ja, und Länderfinanzausgleich, das nächste Thema, wo Sie sich hier eben für berühmt haben. Und gucken Sie sich die Zahlen einmal an. Wir haben im letzten Jahr fast 200 Millionen € im Länderfinanzausgleich weniger bezahlt. Im Jahr davor 550 Millionen € weniger im Länderfinanzausgleich. Wissen Sie, woran das liegt? Seit Jahren nimmt die Finanzkraft des Landes Hessens ab unter schwarz-grüner Regierung. Deswegen zahlen wir weniger in den Länderfinanzausgleich. Das ist die Wahrheit. Das müssen Sie einmal zur Kenntnis nehmen. So. Und jetzt letztes Thema, Investitionen. Das ist
Das ist wirklich ein Knaller. Bei dem Thema Investitionen gilt das Gleiche. Nach einer Viertelmilliarde, die Sie 2018 nicht investiert haben, konnten Sie im letzten Jahr noch einmal 124 Millionen € nicht ausgeben. Auch das haben wir Ihnen hier mehrfach in diesem Haus prognostiziert. Um Ausreden für die Gründe sind Sie nie verlegen. Das kennen wir. Alle anderen sind schuld. Nein, Sie sind schuld. Schwarz-Grün ist die größte Investitionsbremse des Landes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben das Personal. Unter CDU-Verantwortung haben Sie das Personal, das das Geld investieren könnte, das Landespersonal, seit Jahren abgebaut, und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Ein weiteres Beispiel. Wir müssen nur, gestern hat sich ja der Hessische Städte- und Gemeindebund mit einem Notruf gemeldet. Bei den Erhaltungsmitteln für den kommunalen Straßenbau wurden 83 Millionen € eingestellt für die letzten Jahre. Nur 4 Millionen wurden abgerufen. Der Geschäftsführer des HSGB macht dafür das Land verantwortlich, weil das Land das Antragsverfahren viel zu kompliziert gemacht hat. Ein 60-seitiges Antragsbuch schreckt die Kommunen ab. Warum macht die Landesregierung nicht wie vor 10 Jahren schon einmal ein einfaches, unbürokratisches Schlaglochprogramm? Sie selbst sind durch solche bürokratischen Maßnahmen und Hemmnisse die größte Investitionsbremse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es ja noch einen richtigen Coup. Hat der Finanzminister sich noch einen echten Coup überlegt? Eine neue Investitionsrücklage, 500 Millionen €. Das ist typisch Schwarz-Grün. Sie kriegen ein Problem nicht gelöst und geben dem dann einfach einen anderen Namen, für den Sie sich dann feiern. Diese Rücklage, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es überhaupt nur, weil Schwarz-Grün beim Investieren in den letzten Jahren versagt hat. Das mal als erste Feststellung. Zweitens braucht es diese Rücklage überhaupt nicht. Die Haushaltsreste können ohne Probleme von den Ressorts in Abstimmung übertragen werden auf das nächste Haushaltsjahr. Es gibt nur einen Unterschied. Dann werden Sie zweckgebunden. Das heißt, Sie müssten dann im nächsten Jahr das Geld auch dafür ausgeben, wofür es im Jahr vorher im Haushalt war. Das ist bei der Investitionsrücklage nicht der Fall. Das heißt, das Geld, das im letzten Jahr für Investitionen zweckgebunden im Haushalt war, nimmt Finanzminister Schäfer jetzt in eine Rücklage, entmachtet damit ein Stück das Parlament, weil wir darüber überhaupt keinen Zugriff mehr haben. Und er ist völlig frei darin, wofür er dieses Geld ausgibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen aber, wenn Geld im Haushalt drinsteht, vom Haushaltsgesetzgeber verabschiedet, zum Beispiel für Landesstraßenbau, dann wollen wir auch, dass das Geld für Landesstraßenbau ausgegeben wird und nicht für irgendwelche anderen schwarz-grünen Werbeprojekte. Das ist. Und wo ist denn eigentlich Ihre Leistung, Herr Schäfer? Einen Plan aufzustellen kann jeder. Sie müssen sich daran messen lassen, ob Sie Ihre Ziele, die Ihnen der Haushaltsgesetzgeber aufgibt, im Vollzug auch erreichen. Und daran sind Sie wiederholt gescheitert, jedes Jahr mehr und im letzten Jahr sogar rekordverdächtig. Zum Abschluss eine Abschlussbetrachtung. Die Straßenbeiträge bleiben bestehen. Es gibt zu wenig Investitionen in den Straßenbau. Nicht einmal der Wertverlust wird kompensiert. Es gibt zu wenig Investitionen in die Kinderbetreuung. Bei der teuren Krippenbetreuung tut sich gar nichts. Es gibt zu wenig Investitionen in die Krankenhäuser. Hessen ist da bundesweit auf dem vorletzten Platz. Es gibt zu wenig Investitionen in den Wohnungsbau. Und hier noch einmal ein paar Zahlen. Die Grunderwerbsteuer ist in den letzten Jahren nicht erhöht worden. Wir haben allerdings im letzten Jahr Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer, ohne dass der Hebesatz erhöht wurde, im Vergleich zum Plan von 235 Millionen € gehabt. Für diesen Haushalt 2020 stehen Mehreinnahmen drin aus der Grunderwerbsteuer von 80 Millionen €, ohne dass der Hebesatz geändert wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Geld, wo das Land dran verdient, an einem irrwitzig werdenden Immobilienmarkt. Dadurch, dass die Preise durch die Decke schießen, verdient das Land mit der Grunderwerbsteuer jedes Jahr das Gleiche mit. Und was man aus unserer Sicht mindestens einmal machen müsste, ist das Geld, was man durch diesen irren Immobilienmarkt und diesen völlig aufgeheizten Immobilienpreise mehr verdient, das dann auch zu investieren in sozialen Wohnungsbau, in geförderten Wohnungsbau, um etwas gegen diese Entwicklung zu tun, liebe Kolleginnen. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist bedauerlicherweise um. Letzter Satz, Herr Präsident. Also auch beim Thema Wohnungsbau bleiben Sie bei den Investitionen längst hinter und weit hinter dem Nötigen zurück. Der Haushaltsplan ist das Papier nicht wert. Er hat mit der Realität in Hessen rein gar nichts zu tun. Und selbstverständlich wird er deswegen unsere Zustimmung nicht erhalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Weiß. Nächster Redner für die Fraktion
BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, ist der Kollege Kaufmann. Herr Kaufmann, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Sie finden mich eigentlich in bester Stimmung. Das letzte Wochenende hat es gezeigt, dass der Frühling kommt. Und, was die Stimmung noch weiter hebt, wir werden unser Budget für 2020 heute verabschieden. Und das, was der Kollege Weiß als mein Vorredner jetzt eben gerade versucht hat, uns nahezubringen, ursprünglich hatte ich befürchtet, er macht ein düsteres Bild von unserem Land. Das hat er nicht getan, sondern er hat nur dargestellt, dass er, sagen wir mal, wesentliche Aspekte der Haushaltswirtschaft, wie wir in der Koalition sie betreiben, offensichtlich nicht verstanden hat. Dafür flüchtet er sich mehr oder minder krampfhaft in Polemik. Meine Damen und Herren, es ist deutlich geworden, er liegt doch daneben, auch mit den Beispielen, die er mit den Änderungsanträgen gebracht hat. Ich werde noch darauf zurückkommen. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, wir sind glücklich darüber, die Hessinnen und Hessen stehen an zweiter Stelle des aktuellen Glücksatlasses. Sie haben sich in den letzten Jahren von einem der hintersten Ränge auf diesen Platz vorgearbeitet. Vor Hessen sind nur noch die Menschen in Schleswig-Holstein. Übrigens ein Rang, den wir nie werden erreichen können. Das hatte uns ja vor Jahren schon Matthias Belz ins Stammbuch geschrieben. Sie erinnern sich, Hessen ist umzingelt von Freunden. Es hat aber keinen Zugang zum Meer und damit im Vergleich zum Norden auch einen irreversiblen Nachteil. Warum das Glücksempfinden der Hessinnen und Hessen das höchst Erreichbare für uns ist, darüber ließen sich interessante Betrachtungen anstellen, vor allem, wenn man die Entwicklung dieses Messwerts sich einmal anschaut. Lagen wir in der 18. Wahlperiode des Landtags noch abgeschlagen auf Rang 14 von 16, so haben wir uns über die Jahre der 19. Periode stetig hochgearbeitet. Jetzt frage ich, woran mag das liegen? Ich glaube schon, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Aspekt, wie gut das Land regiert wird, das heißt, wie gut die Landesregierung arbeitet, dabei schon eine wichtige Rolle spielt. Und das wird ja im Übrigen auch ganz aktuell vom Hessentrend bestätigt, der uns insoweit weiteren Rückenwind beschert. Und so kommt man zu der Erkenntnis, dass Glücksempfinden beim Volk der Hessinnen und Hessen wächst, wenn die GRÜNEN in der Regierung sind und die SPD nicht. Woran Letzteres wiederum liegen könnte, empfehle ich den Freundinnen und Freunden in der SPD doch einmal zum intensiveren Überdenken. Vielleicht kommen Sie darauf, dass es unter anderem an so etwas liegen könnte, wie die Rede, die wir gerade vom Kollegen Weiß gehört haben. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt für das laufende Jahr ist der erste vollständige der neuen Legislaturperiode und damit die Grundlage für die Politik unserer Koalition in dieser Wahlperiode. Aufbruch im Wandel lautet die Überschrift unseres gemeinsamen Programms, das einem Kompass mit den Fixpunkten Haltung, Orientierung und Zusammenhalt folgt. Die Betrachtung des Haushalts stellt genau dies unter Beweis. Unser 20er Budget ist ein Qualitätsprodukt ersten Ranges, was nicht heißen soll und kann, dass es vollständig perfekt wäre. Denn das wäre ja dann auch das Ende von Politik, die ja bekanntlich stets ein Diskurs über Alternativen und eine Debatte darüber sein soll, welche Verbesserungen noch möglich sind. Im Paradies gäbe es keine Politiker, man bräuchte sie auch nicht. Wenn alles gibt, muss man keine Prioritäten setzen. In der realen Welt, in der wir leben und auch angekommen sind, möglicherweise im Unterschied zu manchem anderen hier im Saal, jedenfalls müssen und wollen wir Entscheidungen treffen und dabei sehr deutlich das Machbare vom Wünschbaren unterscheiden. Meine Damen und Herren, die begonnenen 20er Jahre des 21. Jahrhunderts brauchen nämlich genau das, wohin unser Kompass Aufbruch im Wandel weist. Erstens. Wir wollen die ökologische Herausforderung annehmen und für diesen Planeten Lösungen anbieten. Wir brauchen diese Orientierung, denn der Klimawandel erlaubt es uns keinesfalls, den Aufbruch zu verschlafen. Das gilt nicht nur global, das gilt gerade auch für die Politik in einem Bundesland wie Hessen. Wir wollen zweitens die soziale Marktwirtschaft mit neuem Leben erfüllen.
Denn es geht darum, alle mitzunehmen und allen eine Chance zu geben, damit wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verlieren, etwa so wie vor 100 Jahren. Und wir stehen unverrückbarer zur Demokratie als einer Weltanschauung, die in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen wurzelt und die deshalb weit mehr ist als nur eine parlamentarische Regierungsform. Einige der schon angesprochenen Anträge deuten das deutlich an. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich den Haushaltsentwurf an und die Ergänzungen durch die Anträge der Koalition. Genau das, was ich soeben angesprochen habe, finden Sie dort in Zahlen gegossen wieder. Wir setzen einen besonderen Schwerpunkt beim Klima- und Umweltschutz, das zusätzliche 900 Millionen in den nächsten vier Jahren. Wir bewirken erhebliche Mittelsteigerungen im Bereich von Bildung und Forschung und stärken die Sicherheit im Land weiter. Der Kollege Reul hat viele Details genannt. Sie werden es noch im Kopf haben. Natürlich sind in den Schwerpunkten darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Haushaltspositionen enthalten. Dies ist in einer hochdifferenzierten Welt auch gar nicht anders denkbar. Doch sollte dies nicht, wie bei der Opposition ja zu hören war, zu der Fehleinschätzung führen, von politischer Beliebigkeit zu reden. Entschuldigung, es war nicht zu hören vorhin, es war zu lesen in Ihren schriftlichen Äußerungen zum Haushalt. Insoweit muss ich das korrigieren. Wer darüber hinaus auch jetzt schriftlich den Haushaltsentwurf und das, was wir heute verabschieden wollen, als ein unambitioniertes Zahlenwerk erkennt, hat, so glaube ich, nur sehr wenig verstanden von den Herausforderungen der Gegenwart. Er oder sie sollte noch einmal, das ist ein Hinweis, ein freundlicher von mir, die Reden der Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion in der zweiten Lesung sich zu Gemüte führen zu den einzelnen Einzelplänen. Da erkennt man nämlich deutlich, wie stark und überzeugend unser Gestaltungswille, und zwar in differenzierter Form, für die Probleme der Gegenwart ist. Meine Damen und Herren, ein besonders beliebtes haushaltspolitisches Thema ist heute in verschiedenen Debatten des Tages ja auch schon angesprochen worden. Immer wieder will ich aufgreifen. Die Finanzausstattung der hessischen Kommunen, die ja im Haushalt logischerweise eine große Rolle spielt. Da geht es jetzt insbesondere um die Leistungen des Landes für die Kommunen. Es gab bis zur Debatte um die starke Heimat im vergangenen Jahr, mir ist zumindest keine bekannt geworden, hessische Kommune, die sich dagegen verwahrt hätte, vom Land mehr Geld zur Verfügung zu erhalten. Doch dann wurde es plötzlich ideologisch und auch absurd. Sie werden sich noch erinnern an die Anhörung zum Gesetz zur starken Heimat. Da hat ein Bürgermeister, gerade ausgerechnet noch aus Mülheim in meinem Kreis, erklärt, er habe die Sachen zwar nicht gelesen, aber er sei trotzdem dagegen, weil nämlich er zwar mehr Geld bekäme, aber es ginge nicht, dass man das vom Land aus verteilt. Er wolle lieber kein Geld haben und dafür den anderen das belassen. Wenn der Kollege Hahn da heftig klatscht, finde ich, deutet er damit an, dass er ähnlicher Meinung ist. Ich kann nur sagen, wir haben gerade im Zusammenhang mit dem Haushalt und mit dem, was zu betrachten ist in der Zwischenzeit, feststellen können, dass wir genau richtig lagen mit dieser Entscheidung. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel. Ich finde es durchaus bemerkenswert. Der Etat der Stadt Rüsselsheim für das laufende Jahr, und Rüsselsheim ist uns bekannt, sozusagen nicht unbedingt als eine Kommune, wo die besonders Wohlhabenden massenhaft leben, der Etat der Stadt Rüsselsheim ist deshalb immer oder seit vielen Jahren ein Problem gewesen, was den Ausgleich angeht. Für das laufende Jahr ist er erstmals seit Menschengedenken im Plan bereits ausgeglichen. Das muss man sich einmal vor Augen führen und dann immer noch behaupten, unsere Maßnahmen, die unter dem Namen starke Heimat laufen, hätten nichts bewirkt. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben gerade denjenigen, die die Mittel brauchen für den sozialen Zusammenhang, für die gesellschaftliche Weiterentwicklung, zusätzliche Mittel verschafft. Das müsste doch eigentlich selbst aus dem Blickwinkel der Opposition eher ein Beweis dafür sein, dass das Land seine Kommunen nicht schlecht, sondern eher gut behandelt. Fakt auf jeden Fall ist, dass die Politik dieser Koalition insgesamt, und das ist auch ein Datum, was Sie sich gerne mal genauer zu Gemüte führen sollen,
bei den Steuereinnahmen, die insgesamt im Land verbleiben, da gibt es ja eine sozusagen Bilanz, wie viel davon ist im Landeshaushalt, wie viel landet bei den Kommunen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen deutlich zugunsten der Kommunen verringert. Wir liegen jetzt mit einem Abstand von weniger als 2,5% auseinander um den Mittelwert. Das heißt, so fair wie die hessischen Kommunen vom Land, vom Landeshaushalt konkret behandelt werden, so fair ist es seit vielen Jahren hier nicht mehr zugegangen. Wir haben uns genau dahin entwickelt. Deswegen ist Ihre so beliebte Titulierung des kommunalfeindlichen Haushalts zumindest von den Daten vollständig falsifiziert. Mit anderen Worten, sie stimmt nicht. Meine Damen und Herren, ein paar Bemerkungen zum haushaltspolitischen Auseinandersetzung hier im Landtag will ich noch machen. Man hat es beim Kollegen Weiß ja auch gehört. Wir befinden uns ein bisschen in der kuriosen Situation, die ich mal eine politische Inversionslage nennen möchte. Üblicherweise wird die Regierungsmehrheit dafür gescholten, dass sie zumal im Vorfeld von Wahlen zu viel Geld ausgäbe, um die berüchtigten Wahlgeschenke zu bezahlen. Diesmal ist es genau umgekehrt. War eine entsprechende Behauptung vor der letzten Landtagswahl, der kam besonders vom Kollegen Hahn damals auch, schon völlig falsch. Jetzt wird es geradezu absurd. Wir lesen nämlich gleichzeitig diesen Vorwurf und hören hier, wir würden zu wenig Geld ausgeben. Ginge es nach der Opposition, würden wir im Haushalt noch mehr Geld konsumieren, z.B. für Gehaltserhöhungen. Wir würden auch mehr investieren, obwohl dort eher Haushaltsreste vorliegen, wie Sie ja selber auch erkannt haben. Und wir sollten mehr tilgen, das sagt eine andere Oppositionsfraktion. Meine Damen und Herren, wir machen alles dieses, aber eben genau nicht so volatil oder auch zu Deutsch beliebig wie von Ihnen gefordert, sondern wir gehen planvoll vor. In Zeiten, in denen jede Umschuldung uns weiterhin eine Ersparnis an Zinskosten bringt, wären überhöhte, sozusagen volatile Tilgungen eher nicht produktiv, sondern kontraproduktiv. Deshalb nutzen wir die Spielräume aus dem Haushaltsvollzug, ist ja schon angesprochen worden, um einen möglichst gleichmäßigen, moderaten Tilgungspfad zu verfolgen. Und wir verstärken genau im Rahmen der Vorgaben der Schuldenbremse lieber unsere Rücklagen, um bei negativer Entwicklung auf den Finanzmärkten, die ja da und dort durchaus prognostiziert werden, Gott sei Dank haben die Prognosen jetzt noch nicht gegriffen in der Realität, dass wir dann auch voll aktionsfähig sind. Und deswegen, und wir starten nach dem Haushaltsergebnis 2019, der Kollege Weiß hat es schon kritisiert, eine gesondert geführte Investitionsrücklage. Nämlich, unser Ziel ist weiterhin, die Investitionsaufwendungen zu steigern und zu verstetigen, damit wir sie auch sinnvoll umsetzen können. Denn dass es dort Probleme gibt, ist im Übrigen kein hausgemachtes Problem in Hessen und dieser Regierungskoalition. Sie ist ein Problem, das es bundesweit zu beobachten gibt. Meine Damen und Herren, Ziel bleibt es deshalb, die Sachanlagen des Landes zu vermehren und perspektivisch auch den doppischen Haushaltsausgleich zu erreichen. Es tut mir in diesem Zusammenhang schon ein bisschen leid, und da muss ich jetzt doch noch einmal kurz darauf kommen, dass die Vorstellungen der Opposition zum Haushalt, Stichwort Änderungsanträge, nicht nur im finanzwirtschaftlichen Bereich bei der Koalition meist ins Leere laufen mussten. Aber erstens ist das meiste Geld aus unserer Sicht nicht sinnvoll, manches sogar ausgesprochen falsch. Ich erinnere da an die AfDP-Zustimmungskoalition bezüglich der Naturschutzverbände und gegen die Energiewende. Und zweitens übernimmt die Opposition am Ende logischerweise ja auch keine Verantwortung für den Haushaltsausgleich, sodass die Mehrheit diesen und damit das gesamte Budget allein verantworten muss. Deshalb, das ist jetzt gar kein Vorwurf. Deshalb haben wir aber auch mit einer Reihe von gemeinsamen Anträgen die Abstimmung mit der Opposition durchaus gesucht. Und Sie sind ja auch schon angesprochen worden. Und es ist auch gut, dass wir das hinbekommen haben. Nur, wenn Sie meinen, hier mit, der Kollege Weiß hat es ja versucht vorzuführen, zu sagen, wir haben einen Antrag gestellt und die anderen müssen einfach zustimmen, dann haben Sie an dieser Stelle fundamental die Aufgabe der Haushaltsaufstellung nicht verstanden. Am Ende muss die Mehrheit, die die Regierung trägt, auch das Budget verantworten und ausgleichen. Das tun wir sogar in hervorragender Weise. Meine Damen und Herren, insgesamt
abgesehen, und dafür bedanke ich mich ausdrücklich, sind die Anträge der Opposition ja geradezu eine Eloge auf die Regierungspolitik. Wer so wenig Änderungsbedarf sieht, bestätigt die politischen Ziele und Maßnahmen der Regierung weitgehend. Und auch diejenigen Anträge, die mehr Geld ausgeben wollen, haben ja letztendlich nur gesagt, ihr macht es richtig, nur wir würden es angeblich noch besser machen, auch wenn wir nicht wissen, wo das Geld herkommt. Meine Damen und Herren, da wird doch deutlich, das ist im Prinzip eine Unterstützung der Regierung. DIE LINKE nehme ich da ausdrücklich aus, was Sie mit Ihrem virtuellen Traumgeld alles finanzieren wollen. Das kommt dem sozialistischen Paradies für Hessen relativ nahe. Nur alle Erfahrungen mit sozialistischen Paradiesen deuten darauf hin, uns verlockt es nicht. Im Gegenteil, es schreckt eher ab. Meine Damen und Herren, zum guten Ende möchte ich allen, egal ob hier im Hause oder in den Ministerien, die an diesem Qualitätsprodukt Landeshaushalt 2020 aktiv mitgewirkt haben, herzlichen Dank auch namens meiner Fraktionskolleginnen und Kollegen aussprechen. Das Werk ist gut gelungen, und das politische Jahr für Hessen wird ebenfalls gut werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Vohl. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Nachdem wir in den diesjährigen Haushaltsberatungen bereits zu dem Haushaltsentwurf der Landesregierung und den Änderungsanträgen fast aller Fraktionen sprechen konnten, liegen nun auch endlich die Anträge der LINKEN vor. Wie Sie sich sicherlich erinnern können, wurden uns in der letzten Plenarwoche von der Kollegin Kula vorgehalten, Anträge mit fehlerhafter Grammatik abgegeben zu haben. Da wir sprachlich nicht so beschlagen sind wie Sie, Frau Kollegin, waren wir sehr dankbar, dass man es uns so einfach gemacht hat, auch in Ihren Anträgen Fehler zu finden. So wurde weder mit Rechtschreibfehler noch mit Flüchtigkeitsfehlern gegeißelt. Und um ganz sicher zu gehen, dass wir die Fehler nicht übersehen, waren Sie sogar so nett, manche Anträge doppelt einzureichen. Aber das nur am Rande. Besondere Begeisterung haben bei uns aber Ihre ausgesprochenen kreativen Deckungsanträge ausgelöst, insbesondere die Anträge, welche sich auf die Erhöhung der Erbschaftssteuer und auf die Wiedereinführung der Vermögenssteuer stützen. Schätzungen zufolge betrugen allein die Erhebungskosten der bis zum Jahre 1997 erhobenen Vermögenssteuer rund ein Fünftel des Steuerertrages. Das heißt, wenn Sie einplanen, 1,5 Milliarden € zu generieren, müssen Sie die als Einkommen bereits versteuerten Vermögen der Bürger nicht mit weiteren 1,5 Milliarden €, sondern mit 1,8 Milliarden € belasten. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Erbschaftssteuer wäre eine Landesregierung unter Beteiligung der LINKEN tatsächlich für jeden arbeitenden Bürger und, um Ihre Worte zu gebrauchen, Herr Schalauske, ein Gruselkabinett. Wie uns die historische Erfahrung lehrt, scheitert Sozialismus immer dann, wenn den Sozialisten schlussendlich das Geld der anderen Leute ausgeht. Was denken Sie, wie lange wird es dauern, bis Ihnen bei dieser leistungsfeindlichen Politik das Geld der Menschen ausgehen wird? Vielleicht beantragen Sie die Umsetzung Ihrer Steuerideen als Modellprojekte in Marburg-Biedenkopf, Fulda, Vogelsberg oder Gießen. Ich wünsche Ihnen, Herr Schalauske, in diesem Wahlkampf dann viel, viel Glück. Dass wir im Gegensatz zu Ihnen die Arbeit nicht gescheut haben, uns mit unzähligen Programmen und Maßnahmen des Haushaltsplans auseinanderzusetzen und dann nach gewissenhafter Abwägung den Rotstift anzusetzen, hat den Grund, dass wir die Leistungsträger unserer Gesellschaft eben nicht mit immer neueren Abgaben belasten wollen. Denn Deutschland ist bereits das Land mit den höchsten Abgaben weltweit.
Wir, die AfD, stehen dafür, Ausgaben zu priorisieren. Das heißt, der Steuerzahler soll nur da in die Pflicht genommen werden, wo es wirklich nicht anders geht. Deshalb finanzieren wir unsere zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 450 Millionen € durch Kürzungen an anderer Stelle. Die stark verkürzte Darstellung eines Teils unserer Änderungsanträge am 12. Februar in den sozialen Medien unter Auslassung der Begründungstexte ist unseres Erachtens nicht geeignet, die Öffentlichkeit in angemessener Art und Weise über unsere Anträge zu informieren. Diese Vermarktung gibt Anlass zu dem begründeten Verdacht, dass hier in manipulativer Absicht vorgegangen wurde. Diese Vorgehensweise, meine Damen und Herren, ist zutiefst unredlich und insbesondere einer Politikerin und Journalistin unwürdig. Wir verurteilen ein derartiges Verhalten auf das Allerschärfste. Den GRÜNEN geht es allein um die Darstellung ihrer vermeintlichen moralischen Überlegenheit. Es geht nicht um die Frage, warum die AfD bestimmte Positionen vertritt und wie sie diese begründet. Man will sämtliche Positionen der AfD als unmenschlich, unmoralisch und unsozial diffamieren und so als dem Weltbild der GRÜNEN unterlegen darstellen. Die LINKEN wollen 2,1 Milliarden € aus zusätzlichen Steuern generieren, Ausgaben, die aufgrund der Versäumnisse der schwarz-grünen Politik nun leider unausweichlich geworden sind, sollten nicht aus neuen Steuern, sondern aus Mitteln, die bislang entweder konsumtiv oder ideologisch gebunden waren, bestritten werden. Dass wir mit unseren Kürzungsanträgen hier und da die Vorfeldorganisationen und Versorgungswerke der LINKEN und der GRÜNEN treffen, bedauern wir nicht. Zu den beiden bereits erwähnten Anträgen nur so viel. Bei der Erbschaftssteuer hat der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch gemacht. Das Land Hessen hat also nur ein begrenztes Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Steuer. Zweitens. Selbst wenn bereits im Jahre 2020 alle Weichen auf eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer gestellt wären, würden Erträge frühestens 2022 fließen und somit nicht für den Haushalt 2020 zur Verfügung stehen. Man kann beide Anträge somit getrost als Luftnummern bar jeder Vernunft bezeichnen. Weitere Aufmerksamkeit haben Ihre wirklichkeitsfremden Anträge wirklich nicht verdient. Ebenfalls halten wir die Vorgehensweise der SPD für fragwürdig, einfach von globalen Mehrannahmen auszugehen. Hier, Herr Weiß, befinden Sie sich auf der linken Oppositionsbank, aber in allerbester Gesellschaft. Meine Damen und Herren, nun möchte ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, noch einmal auf die Punkte im vorliegenden schwarz-grünen Haushaltsentwurf anzusprechen, die wir für falsch und besonders gefährlich für die Zukunft unserer Heimat halten. Zu erwähnen wäre an dieser Stelle das Programm Starke Heimat Hessen. Entgegen seinem wohlklingenden Namen stellt das Programm in Wahrheit einen Angriff auf die Haushaltsautonomie der Kommunen dar. Die hessischen Kommunen und Städte haben über Jahrzehnte hinweg durch den Verzicht auf Gewerbesteuereinnahmen ihre Solidarität mit dem gesamtstaatlichen System bewiesen. Doch anstatt frei werdende Mittel durch das Auslaufen der vom Bund vorgegebenen erhöhten Gewerbesteuerumlage nun vor Ort zu belassen und die Anstrengungen zu würdigen, informierte das Innenministerium die Kommunen im September 2018 per Erlass darüber, dass sie auch künftig keinen Anspruch auf die eigenen Mittel haben. Wiedererlangen können Kommunen die Gelder nur zweckgebunden, für die Erfüllung von Aufgaben, die man ohne Weiteres im finanziellen Zuständigkeitsbereich des Landes verorten könnte. Die Bewerbung des Programms durch die Landesregierung ist perfide. Das Programm, welches laut Beschreibung die kommunale Ebene
in Hessen angeblich weiter stärken soll, den Kommunen aber tatsächlich Mittel für die eigenen Aufgaben entzieht, lässt sie zu Bittstellern am Tropf des Landes werden. Generell, meine Damen und Herren, stehen hier der Ausweitung der Umverteilungsinstrumente und Fördertöpfe auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sehr kritisch gegenüber. Immer dann, wenn Mittel nicht dort bleiben, wo sie durch richtige Standortpolitik erwirtschaftet werden, sondern dahin fließen, wo der beste Bewilligungsantrag geschrieben wurde, wird der Kuchen, den Sie, meine Damen und Herren, so gerne verteilen, immer wieder ein bisschen kleiner. Denn jedes Mal, wenn dies geschieht, werden künftig mehr Ressourcen auf Anträge verwendet. Anreize zur Verbesserung der eigenen Standortbedingungen hingegen treten in den Hintergrund, was letztendlich in einem Zustand endet, in dem die Verwaltung nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, das heißt auf verschiedenen Ebenen Anträge schreibt und bewertet. Zur Behebung der daraus entstehenden finanziellen Schieflagen werden dann umfangreiche Rettungsmaßnahmen notwendig. Der Schutzschirm, aber insbesondere die Hessenkasse, sind Instrumente eben für diese Reparaturen. Wenngleich wir die Programme in der jetzigen, auf kommunaler Ebene zum Teil sehr verfahrenen Situation begrüßen, gehen von diesen Instrumenten grundfalsche Signale aus. Denn sie bestrafen finanzschwache Kommunen, die keine Kassenkredite aufgenommen haben, und ihren Bürgern im Sinne einer verantwortungsvollen Haushaltsführung gegebenenfalls Dienstleistungen verwehrt haben, die andere Kommunen wiederum über Schulden finanzierten. Aus haushalterischer Sicht sind beide Programme zudem fragwürdig, da sich die Schuldenübernahme nicht auf den expliziten Schuldenstand des Landes auswirkt. Die Kredite wurden, um die Schuldenbremse zu umgehen, von der WI-Bank im Auftrag des Landes aufgenommen. Beide Programme führen somit lediglich zu einem Anstieg der Schulden in einem Nebenhaushalt, welche aber gleichwohl durch das Land zu bedienen ist. Interessant vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung der viel beworbenen Schuldenbremse in Hessen. Durch die Exklusion der Extrahaushalte ist sie nicht mehr als ein Papiertiger. Sinn und Zweck der Schuldenbremse ist, den Haushalt auf eine beständige Grundlage zu stellen. Die ursprüngliche Idee der Schuldenbremse sah deshalb auch eine wirksame Schuldentilgung in guten Zeiten vor. Genau dies ist aber in Hessen, wie jeder weiß, mit der jetzigen Schuldentilgung nicht der Fall. Im Hinblick auf die fiskalischen Herausforderungen, welche sich aufgrund des demografischen Wandels mit absoluter Sicherheit schon bald ergeben werden, wäre eine nachhaltige Haushaltsführung in unser aller Interesse. Um Ihnen die Schwere des Problems vor Augen zu führen, möchte ich auf die gewaltigen Verbindlichkeiten, welche im Geschäftsbericht unter der leicht misszuverstehenden Bezeichnung Rückstellungen geführt werden, verweisen. Der Großteil dieser Rückstellungen resultiert aus Leistungsversprechen des Landes gegenüber seinen Bediensteten. Zu den im Haushaltsentwurf ausgewiesenen Schulden in Höhe von 42 Milliarden Euro kommen somit noch einmal zusätzliche Verbindlichkeiten durch Pensionen und Beihilfen in Höhe von 92 Milliarden Euro hinzu. Wenngleich wir den vergleichsweise transparenten Umgang Hessens mit den künftig anfallenden Belastungen anerkennen und uns eine entsprechende Erfassung auch für andere Bereiche wünschen müssen, müssen wir anmerken, dass die gebildete Versorgungsrücklage zur Bedienung von Pensionslasten dem sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein entspricht. Während die Verbindlichkeiten nur für Pensionen zwischen den Jahren 2013 und 2018 von gut 50 auf 80 Milliarden Euro wuchsen, wurde die Versorgungsrücklage im gleichen Zeitraum gerade einmal von 1,6 Milliarden Euro auf 3,2 Milliarden Euro aufgestockt. Für den Fall, dass Ihnen diese Gegenüberstellung nicht die Unzulänglichkeit der jetzigen Zukunftsvorsorge des Landes Hessen vor Augen führen konnte, breche ich das nun einmal für Sie auf das Jahr herunter. Um die Versorgungslücke für künftige Pensionslasten entsprechend dem Zuwachs der Rückstellungen zu entwickeln,
hätten sie aus dem Haushalt jährlich 6 Milliarden € zugeführt werden müssen. Für das Jahr 2020 liegt die geplante Zuführung an das Sondervermögen bei sage und schreibe gerade einmal 170 Millionen €. Angesichts der schieren Summe, die nötig ist, um eine angemessene Vorsorge zu treffen und dem leider bereits erfolgten Aufbau ungedeckter Pensionsversprechen von rund 75 Milliarden €, sollte jedem klar sein, vor welcher Herausforderung wir stehen und warum es so wichtig ist, in Extrahaushalten nicht immer neue Lasten zu verstecken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.